Achtung! Ja. Ton! Läuft! Kamera! Läuft! Heute bleibt keiner zu Haus, heute Nacht gehen wir aus, heute feiern wir ganz groß, denn im Hurra-Club ist was los. Selig sind die geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also Deutschland genickt mir so. Was steckt denn so drin im deutschen Michel? Ah, was haben wir denn da in der Nase? Einen 100-Markschein. Wunderbar. Die Untersuchung über meine Stasi-Mitarbeit ist jetzt abgeschlossen, Herr Bundeskanzler. Endgültig. Und? Was ist jetzt, Lothar? Warst du jetzt bei der Stasi oder warst du nicht? Verdammter Mist. Ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen hatte zu sagen. Oh. Ich bin Müllermann. Möllermann! Ein Mann, der wirklich gar nichts kann. Heute die Höllern, jetzt kommt Möllermann! Oh! Na, endlich mal eine Kurve aus dem Osten, die den Aufschwung zeigt. Das ist die Zahl der Verkehrstoten in den neuen Bundesländern. Bundeskanzler Helmut Kohl kennt die Probleme der Länder. Denn er ist monatelang mit einer Gruppe hochqualifizierter Experten durch das Gebiet der ehemaligen DDR gereist. Er hat sich ein Bild vom Zustand der Städte in Ostdeutschland gemacht und hat mit den Menschen in Dresden und Leipzig gesprochen. Frag ihn mal, wie es ihm geht. Hier Frau Helga B. aus Schwerin fragt, warum verdient ein Erwerbstätiger im Osten so viel weniger? Ja, darauf können wir hier wirklich nicht eingehen, Frau B. Schauen Sie, Erwerbstätigkeit, das ist ja etwas, das bei Ihnen überhaupt nur die allerwenigsten betrifft, gell? Dr. van Vogel und sein Gefährte Engholm wollen dem Geheimnis der Regierigen auf die Spur kommen. Sie werden von ihren Vorgängern eindringlich gewarnt. Da erscheint ein geheimnisvoller Kutscher. Wer ist der Fremde? Böllemann! Kanzler der Wiedervereinigung mit vier Buchstaben. Ich. I-C-H. Das passt nicht, warum? Warum passt das jetzt nicht? Wovon lebt der Zombie wirklich gut? Nur vom Wählerblut, ja nur vom Wählerblut. Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Hallo, und ich bin Helmut. Aus! Tut mir leid, Herr Bundeskanzler, aber den müssen wir nochmal machen. Aha. Kurz gesagt, wir stehen vor großen Aufgaben, die... Genau, Björn, komm jetzt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Er ist nur der Engholm. Doch das ist jetzt auch schon egal. Wir haben ja eh keine Wahl. Der Engholm schnarcht vor und wir sind ganz Ohr. Also ich weiß gar nicht, was diese Schreihälse da draußen eigentlich wollen. Ich habe überhaupt nichts zurückzunehmen. Genau, wir haben ja auch nichts hergegeben. Keinem wird es schlechter gehen nach der Einheit, habe ich gesagt. Das habe ich doch gesagt. Eben, nach der Einheit. Noch haben wir sie ja. Wählerblut, Wählerblut, Wählerblut. Kommt ja schon, kommt ja schon. So, haben wir jetzt ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Knoblauch für alle. Du Theo, wir müssen mal überlegen, was wir den Leuten über die Neuverschuldung zur deutschen Einheit sagen. Was meinst du? Wann haben wir die Schulden wieder drin? Tja, hast du mal eine Mark? Hier, bitte. Also Kopf oder Zahl? Kopf heißt 5 Jahre, Zahl 20 Jahre. Kopf? Dass es so schlimm würde, hätte ich nicht gedacht. Simon an, wer hätte das gedacht, dass die Einheit auch Arbeit macht. Nur Kosten, Kosten. Blödmänner, Doofmänner. Selber Blödmann. Auch ich, der Bundeskanzler, trenne meinen Müll. Und zwar nach
wiederverwertbar und nicht wiederverwertbar. Oh, Helmut, kann ich jetzt wieder raus? Gemein, Herr Dr. Kohl, ich wollte doch... Sehen Sie... Hier eine Marmelade, die mich schon so oft auf so vielen Reisen begleitet hat. Hallo, mein Kleiner, ich bin der Onkel Bundeskanzler. Jan, ein kleiner Grüner. 41%. Au, 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 der Allensberg. 40,5. Ist er kaputt? Tiefenroter Onkel. 39,5. 39. Den Druck halten wir nicht aus. Die Stammwähler. Die springen ab. Oskar! Mach doch mal das Fenster auf! Ich kann nicht! Um Gottes Willen! Sie waren zwar schon immer unschlagbar auf Rasen, so ist es. Aber nun hatten Sie wieder Pech auf Sand. Worauf hoffen Sie in der Zukunft? Auf Kies, Herr Luke. Auf möglichst viel Kies. So, das war's für heute. Und jetzt machen wir alle noch schön Winke, Winke. Halt noch nicht, Herr Bundeskanzler. Jetzt kommt doch erst noch die Sache mit dem Unterschied zwischen der sozialistischen... Halt die Klappe, Möllemann. Igitt, was ist das denn? Schmier und Filz auf der guten Deutschlandfahne. Huch, wer bist du denn? Ich bin dein schlechtes Gewissen. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas auch hab. Und was willst du jetzt machen mit all dem Dreck? Ah, hier, Schongang. Schön fern, das ist es. So, alles klar. Das nennst du alles klar? Das ist doch noch dasselbe Schmier und Filz wie vorher. Also jetzt reicht's. Helmut, jetzt besteht Handlungsbedarf. Nein, komm, bitte hier rein, mein Lieber. Helmut. Dir werde ich helfen. Ausgezeichnet. Es geht doch wirklich nichts über ein reines Gewissen. Meine Grausamst, mein Admiral. Ich habe deinen Punkt auf meinem Schirm. Was? Wie? Nur ein? Also ich hab ganz viele. Bordkanonier Stoltenberg! Ei, ei, Admiral! Konjunkturprogramm Ost mit automatischer Sofortzündung aktivieren. Gezündet! So. Im Rohr! Ablassen, verdammt nochmal, aber sofort jetzt. Jedes Mal das selbe. Was zu Ende geht, werden Sie nervös. Wie beim Admiral Schmidt damals. Und wisst ihr, was wir da gemacht haben? Klar, abhauen. Wir werden euch jetzt erklären, wie man die deutsche Konjunktur in den Griff bekommt. Zuerst leiten wir 170 Milliarden in den Osttank um. Drehen dann die Zinsschraube herauf. Erweitern die Steuerdiesel auf 60%. Lassen die Tariflohnspirale ungestört rotieren. Öffnen das Inflationsventil. Stellen die Produktivität auf Leerlauf. Und verabschieden uns vom Aufschwungrad. Ihr seht also, liebe Bundesbürger, ihr braucht euch in eure Zukunft keine Sorgen zu machen. Es kommen ganz, ganz ruhige Jahre. So sind wir.